Ich bin von dem Professor Dr. Reinhold Happel, dem Kurator der Ausstellung hier in der Dr. Karl Dörken Galerie, bin ich eingeladen worden, erstmalig in diesem Raum eine Installation, für diesen Raum eine Installation zu entwickeln. Bei den Rauminstallationen gehe ich in der Regel so daran, dass ich erstmal mich mit dem Raum intensiv auseinandersetze. Das heißt, ich bin ganz lange Zeit vor Ort und sammle Ideen. Dann im Weiteren fange ich an, diese Ideen zu skizzieren, Konzepte zu machen und dann beginne ich auch mit der Erarbeitung eines Modells. Genauso bin ich natürlich hier auch verfahren und so entstand eine grobe Idee, die vorhandenen Wandelemente des Ausstellungsraums, alle Wandelemente in diese Rauminstallation einzubauen und dann unterschiedlich farbig zu gestalten. Das Besondere an dieser Installation ist sicherlich, dass es sich um eine begehbare Rauminstallation handelt, denn sobald der Betrachter hier eintritt, wird er auch Teil der Arbeit. Außerdem habe ich diese Installation, das ist für mich eine Besonderheit, sie ist mit relativ wenig Mitteln erstellt worden. Und zwar handelt es sich dabei um das Mittel der Farbe und dann um das Mittel einer ganz bestimmten Folie. Ja, die Geschichte ist eigentlich ganz lustig, wie ich zu dieser Folie gekommen bin. Ich hatte also dieses Modell erarbeitet und war auf der Suche nach einem reflektierenden Material und hatte dem Kurator dann das erste Mal das Modell gezeigt. Und er sagte, ja, er wüsste, dass die Firma Dörken auch Folien herstellt, ob er mir denn mal Folien vorbeibringen sollte. Denn vielleicht könnte ich damit ja was anfangen. Und so hat es sich also ergeben, dass Reinhold Happel dann bei mir im Atelier mit lauter Folienrollen beladen ankam. Und dann habe ich diese Folie entdeckt. Alle anderen kamen nicht in Frage, aber diese Folie fand ich sofort sehr, sehr interessant. Und weil sie ja in sich erhaben ist und aus lauter kleinen Quadraten besteht und ich mir vorstellen konnte, dass sie genau den Effekt hat, dass man sich nämlich nicht klar in der Folie spiegelt, sondern dass man in der Folie ganz stark verschwimmen wird. Erst dann habe ich nach der Bewandtnis der Folie gefragt, habe ich selber auch gefragt und ja, die Firma Dörken hat mir dann gesagt, also diese Folie wird hauptsächlich zur Wärmedämmung auf dem Dach verwendet. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Bei mir gab es immer so ganz natürliche Übergänge. Also ich komme ja ursprünglich von der Malerei her, habe Malerei studiert und bin dann, als ich die Shape Canvas Arbeiten gemacht habe, mit der Malerei in den Raum gegangen, sodass dort eine dreidimensionale Malerei im Raum stand und die man natürlich auch als Skulptur benennen konnte. Das war der Anfang. Dann kamen Rauminstallationen dazu, von denen sehen wir hier ja auch eine. Oder haben die gesehen und die Rauminstallationen haben ganz oft immer auch mit Farbe zu tun. Dann ist das andere, was wir sicherlich hier sehen, sind die Fotografien. Und bei den Fotografien könnte man wiederum von Weitem, dass es sich um ja fast klassische abstrakte Gemälde handelt. Also hier sieht man dann die Verquickung zwischen Malerei und Fotografie. Und bei näherem Annähern wird es natürlich völlig klar, dass es sich um Fotografie handelt.
dann zu den Objekten, die ja auch hier in der Ausstellung vertreten sind, auch die Objekte. Die Wandobjekte haben immer mit Farbe zu tun. Allerdings scheint bei der Farbe Farbe fast leichter als Luft zu sein und in den Realraum zu schweben. Ja, als erstes war ich ziemlich frustriert, als dann der Lockdown kam, weil ich hatte bis 2 Tage vor dem Lockdown noch an der großen Installation gearbeitet, Passage Rot, und hatte alles komplett fertig aufgebaut, wie auch die Ausstellung. Und das war natürlich schon ein ganz schöner Frust, dass die Ausstellung dann nicht eröffnet werden konnte. Und letztendlich ist sie dann ja um 6 Monate verschoben worden, bis endlich die Eröffnung kam. Andererseits aber, als dann der totale Lockdown war im März, habe ich auch gemerkt, dass ich endlich wieder Zeit hatte, im Atelier zu arbeiten, und habe hier wirklich von morgens bis abends gearbeitet. Und dann sind doch auch ganz neue Werke entstanden. Besonders die Werke mit Öl auf Aluminium. Es ist also eine komplett neue Werkgruppe entstanden. Und wie man den Arbeiten ansieht, ja, musste ich auch dieses Ganze, was mich mit Corona so umgetrieben hat, dieses, man weiß nicht, wo es hingeht, und auch diese bewegte Zeit, die es war, in den Arbeiten zum Ausdruck bringen.